Jetzt kann ich natürlich hingehen und sagen, okay, es ist mir immer noch nicht schnell genug. Ich hätte sie tatsächlich gerne noch ein bisschen schneller. Dann mal Stimme dazu nehmen, treiben. Aber auch mal selber darauf achten, dass ich schneller leicht trabe. Das sieht man leider sehr häufig, dass die Leute sagen, mein Pferd läuft nicht vorwärts. Aber wenn ich selber, ich sag jetzt mal, so leicht trabe, man sieht direkt, sie reagiert sofort darauf, passt sich jetzt hier den Takt an. Ich muss auch selber schneller unterwegs sein, wenn ich möchte, dass mein Pferd schneller läuft. So, wir verstärken das jetzt wieder. Und dann sieht man eben auch, dass ich auch mehr tun muss. Ich muss auch selber schneller leicht traben. Jetzt ist natürlich der Unterschied fürs Pferd noch mal ein bisschen größer, ein bisschen schöner. Das ist das, was wir uns eben nutzen für die Jungpferde. Weil die Jungpferde, wenn die jetzt hier wirklich mal vorwärts ackern müssen und wir uns dann wieder einsetzen, ich halt gerne möchte, dass die sich darüber freuen, dass sie wieder langsam werden dürfen. Und wir gehen einfach wieder in einen etwas passiveren Sitz und wir treiben mit den Beinen wieder abwechselnd den Takt vor, den ich gerne hätte.